Das erste Mal wurden wir gefragt für Mozart 22 bei den Festspielen 2006. Und ich habe einige Regisseure gefragt, ob sie das machen wollen. Und die haben alle gesagt, nein, also diese Werke interessieren uns nicht. Und ich habe auch den Thomas Reichert, eben den jetzigen Regisseur, gefragt. Und der hat auch zuerst gesagt, nein, also Verzeihung, aber... Und dann kam er mit dieser Idee, dass er das verquickt. Und ich finde, es ist eine geniale Idee, aus dem Schauspieldirektor ein Casting zu machen. Und ich finde auch sehr schön mit den Puppen umgesetzt, was die eben alles können. Und dann die Auswahl der Sänger und dann das Stück Bastian Bastien. Also ich glaube, das war die Rettung. Also es wurde das erste Mal aufgeführt, 27. Februar 1913. Das wird bei uns auch natürlich immer gefeiert. Und demnächst sind wir 106 Jahre alt. Also das ist schon eine beträchtliche Zeitspanne für ein Puppentheater. Glaube ich, kann man schon stolz drauf sein. Ja. Der Gründer des Theaters war Bildhauer. Also das, was er dann an Puppen hergestellt hat, ist tausendmal schöner und hat da eigentlich seine Handschrift gezeigt. Also du weißt bei seinen Puppen sofort, was ist das jetzt, der Bauer, der Räuber, der Faust, der Collar. Also das ist wirklich ganz, ganz fabelhaft. Das ist so wie Porträtmalerei, dass du mit verschiedenen Schichten des Ausdrucks einen Charakterkopf machst. Also das ist schon ganz toll gewesen. Der Vorgang ist so, dass